Wie misst man eigentlich, wie stark eine Skoliose ausgeprägt ist? Das ist nämlich schwieriger, als es aussieht. Eine Möglichkeit ist der Kopfwinkel, der zum Grundeinmaleins in der Orthopädietechnik zählt. Wie man den genau bestimmt und warum der Kopfwinkel alles andere als perfekt ist, sind Fragen, die wir uns heute genauer anschauen. Na dann, willkommen zurück bei Gotit. Mit Skoliosen hat unser Azubi noch gar nichts zu tun gehabt. Das wird sich aber heute schleunigst ändern. Aus der Berufsschule weiß er noch, dass eine Skoliose etwas mit der Wirbelsäule zu tun hat. Das war's aber auch schon wieder. Ein Korsett hat er mal von Weitem gesehen und hat auch schon Horrorstories gehört, wie mühsam es sein kann, die Kanten zu glätten. Aber selber gebaut hat er noch keins. Und dann noch solche Fachbegriffe wie Kopfwinkel, einbogig, mehrbogig und lotrecht. Jetzt bringen wir mal Ordnung in das Thema und schauen uns gemeinsam an, wie der Kopfwinkel funktioniert, für was man den überhaupt verwendet und wo der sogar echte Schwächen hat. Um was geht es hier überhaupt? Um das Ding hier. Und im Regelfall besteht unsere Wirbelsäule aus 24 freien Wirbeln. Die sind deswegen frei, weil sie sich bewegen können. Die Wirbeln, aus denen das Steißbein besteht, sind verwachsen und bewegen sich eher weniger. Damit wir es etwas leichter haben, hat jeder der freien Wirbel einen Namen. Der oberste Wirbel heißt Atlas, benannt nach dem griechischen Titan, der den Himmel auf den Schultern trägt. Bei der Wirbelsäule trägt er den Kopf. Der zweite Wirbel heißt Axis, heißt so viel wie Achse. Zusammen mit dem Atlas ermöglicht er es den Kopf, sich in alle möglichen Richtungen zu bewegen. Nur die zwei haben eigene Namen. Für den Platz 3 bis 24 interessiert sich halt keiner mehr. Generell haben alle freien Wirbel einen Namen, der aus einem Buchstaben und aus einer Zahl besteht. Keine Angst, ist ganz leicht. Die ersten 7 Wirbel werden mit einem C abgekürzt, für zervikal, also die Halswirbel. Und nach dem C kommt die Nummer des Wirbels, den ihr meint. Also zum Beispiel für den 7. Halswirbel C7. Das ist zum Beispiel der, den ihr hinten gut fühlen könnt. Bei den Brustwirbeln funktioniert es genau so. TH für Thorax, also Brustkorb. Und davon gibt es 12. Also wäre der hier TH5. Die untersten werden mit einem L abgekürzt, die Lende. Von den Lendenwirbeln gibt es 5. Und schon könnt ihr jeden Wirbel an der Wirbelsäule benennen. Wenn wir uns die Wirbelsäule in der Sagittalebene anschauen, ist sie nicht gerade, sondern gebogen. Wie kann es anders sein? Selbst die Biegungen haben Namen. Diese Krümmung nach ventral nennt man Lordose. Die Krümmung in die andere Richtung Kyphose. Also seht ihr hier zwei Lordosen, einmal im Halsbereich und einmal in den Lendenwirbeln. Generell hat die Wirbelsäule also eine Doppel-S-Form. Das hilft beim Abfedern und gibt auch die Richtung vor, in der sich die Wirbelsäule in der Belastung biegen soll. So schaut's also aus, wenn erstmal alles in Ordnung ist. Aber bei der Skoliose ist das ja nicht mehr der Fall. So kann es also ausschauen, wenn eine Skoliose vorliegt. Und so auch. Eine Skoliose ist per Definition eine Seitverbiegung der Wirbelsäule mit einer Verdrehung der Wirbel. Die wird gleich noch wichtig, die macht uns nämlich das Leben echt schwerer. Nur wie weiß man jetzt, wie stark die Biegung ist? Okay, Vorschlag. 3-Punkte-Skala. Nix, bisschen, sau viel. Zum Glück haben sich schon schlaue Köpfe damit beschäftigt und servieren uns einfach mal den Lösungsvorschlag. Einer davon ist der Kopfwinkel, mit dem wir die Schwere einer Skoliose messen können. Wie genau? Das schauen wir uns jetzt mal an. Den Kopfwinkel bestimmt man entweder mit Stift und Lineal auf der Röntgenaufnahme oder mit einem Programm. Das Prinzip ist erstmal das gleiche. Und so geht's. Ihr sucht euch erstmal die Wirbel, die die stärkste Seitneigung aufweisen. Davon gibt es bei diesen einen Bogen 2. Der untere ist der hier. Das gleiche macht ihr weiter oben, bei der Gegenkrümmung. Hier ist es der. Die heißen Neutralwirbel. Bei langgezogenen Skoliosen kann es auch manchmal mehrere Neutralwirbel geben, die parallel verlaufen. Beim unteren Wirbel zieht ihr an der Unterkante einen langen Strich, beim oberen Wirbel an der Oberkante. Der Winkel, bei dem sich die Linien schneiden, nennt man Kopfwinkel und hilft, wie schon erwähnt, zu schätzen, wie stark die Skoliose ist. Gar nicht so schwer, oder? Bei sehr starken Skoliosen funktioniert das genau gleich. Neutralwirbel suchen, jeweils an der Unter- und Oberkante eine Linie ziehen und den Winkel messen.
Bei ganz leichten Skoliosen kann es auf der anderen Seite manchmal schwierig sein, den Neutralwirbel zu finden, weil die Wirbel drüber und drunter eine ähnliche Seitbiegung haben. Okay, nächste Variante. Und wie funktioniert's hier? Bei einer doppelbogigen Skoliose kann man erstmal ein bisschen überfordert sein. Aber hier funktioniert das wieder exakt gleich. Bei der kaudalen, also unteren Biegung, gibt es wieder unsere zwei Neutralwirbel. Wie gewohnt, die Linien an der Unter- und Oberkante ziehen und Winkel messen. Das ist der Kopfwinkel des ersten Bogens. Bei der oberen Biegung haben wir unseren ersten Neutralwirbel ja schon. Der obere der ersten Biegung. Der zweite ist der hier. Jetzt nehmen wir aber wie besprochen die Unterkante des unteren Wirbels und die Oberkante des oberen. Dann bekommen wir bei einer Skoliose zwei Kopfwinkel raus. Einen für jede Biegung. Und was fangen wir jetzt mit den ganzen Winkeln und Zahlen an? Die geben uns eine Orientierung, ab welchem Skolioseschweregrad welche Therapie notwendig wird. An der Stelle der klare und eindeutige Hinweis. Dieses Video ist kein ärztlicher Rat. Es soll einen Einblick in die Thematik geben. Wenn ihr eine Skoliose habt oder jemanden kennt, der davon betroffen ist, geht zu einem Spezialisten. Der geht dann alles mit euch durch. Also dieses Video ersetzt in keiner Weise den Rat eines Spezialisten. Gut, dass wir das geklärt haben. Was macht man denn in der Regel bei einem Kopfwinkel zwischen 0 und 10 Grad? Nichts. Hier sind wir noch im Beobachtungsbereich. Natürlich kann sich der Winkel im Wachstum auch verändern. Deswegen regelmäßig kontrollieren und ein Auge drauf haben. Bei einem Kopfwinkel von 10 bis 20 Grad sollte man schon etwas daran arbeiten. Hier ist erstmal Physiotherapie angesagt. Muskeltraining, Atemtechniken und so weiter. Das heißt erstmal ein bisschen Arbeit. Aber das kriegt ihr hin. Ab 20 Grad kann man sich überlegen, sich ein Korsett zuzulegen. Das Ding korrigiert die Skoliose und lenkt die Wirbelsäule im Wachstum. Neue Modelle sehen auch schon ganz gut aus. Und man sieht die Dinger fast nicht mehr unter der passenden Kleidung, wenn man das so will. Die Physiotherapie gehört immer noch als Grundstein dazu. Ab 50 Grad kann man sich eine OP überlegen. Hier ist die Skoliose schon sehr stark ausgeprägt und würde unbehandelt schon stark die Lebensqualität einschränken. Also eigentlich ganz easy, oder? Winkel ausmessen, nachschauen, welche Therapie indiziert ist und fertig. Leider ist der Kopfwinkel dann doch fehleranfälliger, als man denkt. Lasst mich kurz erklären, warum. Ein Röntgenbild ist eine 2D-Darstellung einer dreidimensionalen Fehlstellung. Wir haben ja die Seitneigung und eine Rotation der Wirbelkörper. Wenn sich die Wirbelsäule also nach ventral oder dorsal verbiegt, sieht man das nicht auf dem Röntgenbild und lässt so eine starke Skoliose weniger stark aussehen. Hier ein kleines Beispiel. Das gleiche Phänomen haben wir bei diesem Stab. Der hat genau zwei Ausbuchtungen. Oh doch, die eine seht ihr nur gerade nicht, weil die Verbiegung quasi aus dem Bildschirm auf euch zukommt. Das ist ja ein 2D-Video und kein Hologramm. Und der Stab ist in 3D gebogen. Wenn ich den Stab jetzt um 90 Grad drehe, seht ihr den unteren Bogen, aber den oberen nicht mehr, weil der von euch wegzeigt. Nur, wenn ich den Stab schräg drehe, könnt ihr beide Biegungen erkennen. Aber die schauen in 2D eben weniger verbogen aus, als sie überhaupt sind. Genau das kann auch bei einem Kopfwinkel passieren. Eine weitere Stolperfalle gibt es bei der Einschätzung von ein- und zweibogigen Skoliosen. Wenn ihr euch diese zwei Skoliosen anschaut, ist laut dem Kopfwinkel die linke stärker ausgeprägt und wird nach der Richtlinie eher operiert als die rechte. Nicht so schnell. Hier zeigt sich noch ein Faktor, den der Kopfwinkel nicht berücksichtigt. Diese Skoliose ist nicht im Lot und erstreckt sich über einen langen Weg. Das heißt, dass auch weniger starke Skoliosen starke Fehlstellungen hervorrufen können, die ernste Haltungsschäden und andere Probleme verursachen können. Diese Dinge gehen unter, wenn man sich nur den Kopfwinkel anschaut. Na klasse, jetzt präsentiert er mir ein gutes Konzept und sagt danach, dass es Probleme hat. Das stimmt. Aber trotzdem ist der Kopfwinkel ein etabliertes und nützliches Tool, eine Skoliose einzuschätzen. Nur sollte der nicht das einzige Werkzeug in der Toolbox sein. Durch die Forschung werden 3D-Analysemethoden immer besser und werden hoffentlich bald großflächig und sinnvoll nutzbar sein. Eine weitere Skala, die man kennen sollte, ist die Rotationsbestimmung nach Nash and Moe. Hier wird der Rotationsgrad des Wirbels anhand der Position der Bogenwurzeln angeschaut. Je weiter die zwei Punkte verschoben sind,
desto stärker die Rotation. Und auch die nicht geringen Fehlstellungen, die durch langbogige Skoliosen erzeugt werden, sollte man nicht unterschätzen. Wenn man also mehrere Werkzeuge nutzt und die Schwächen von Analysemethoden kennt und denen auch noch entgegenwirkt, dann ist man schon auf einem guten Weg. Eine Skoliose ist eine komplizierte Sache, die wir aber durch unsere Messtools greifbarer und verständlicher machen können. Ich hoffe, dieses Video hat euch wieder einen kleinen Schritt weiter nach vorne gebracht und euer Wissen in der Orthopädie-Technik wieder ein wenig erweitert. Wenn euch das Video geholfen hat, freue ich mich über eure Meinung in den Kommentaren und über einen Daumen nach oben. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Bei Gottet!